Und andererseits seine Majestät König Juan Carlos hat mich gerade über seinen Wunsch informiert, auf den Thron zu verzichten und das Verfahren für die Thronfolge einzuleiten. Die Gründe will seine Majestät persönlich allen Spaniern noch darlegen im Laufe dieses Vormittags. Ich darf Ihnen mitteilen, dass der König überzeugt ist, dass dies der beste Zeitpunkt ist, ganz normal den Wechsel in der Staatsführung und in der Thronfolge und die Übergabe an den Prinzen von Asturien herbeizuführen. Ich werde für Dienstag eine außerordentliche Kabinettssitzung einberufen, um die entsprechenden Verfassungsverfahren einzuleiten. Der König hat abgedankt. Insofern brauchen wir ein Verfassungsgesetz gemäß Artikel 57.5 unserer Verfassung. Ich hoffe, dass innerhalb kurzer Zeit das spanische Parlament dann den heutigen Prinzen von Asturien zum spanischen König proklamieren wird. Ich bin überzeugt, dass wir Spanier mit diesem neuen Kapitel unserer Geschichte ruhig umgehen werden, voller Dank gegenüber seiner Majestät, dem König. Und in diesem Sinne möchte ich als Ministerpräsident die Person würdigen, die über 39 Jahre hinweg wirklich der Angelpunkt für alle Spanier gewesen ist und das beste Symbol für unser Zusammenleben in Frieden und Ruhe. Und er war jung, als er den Thron bestieg. Er hat sich aber als Bollwerk der Demokratie erwiesen, als diese bedroht wurde. Er war die beste Stimme des Königreiches Spaniens überall in der Welt. Und er hat sich unermüdlich eingesetzt für unsere Interessen und für alles, was das Wohlergehen der Spanier verbessern könnte. Er verzichtet auf den Thron als ein Mensch, der so eng verknüpft ist mit der spanischen Demokratie, dass man beide gar nicht voneinander trennen darf. Also wir alle schulden ihm großen Dank. Ich möchte auch unser Vertrauen dem verfassungsmäßigen Nachfolger aussprechen, dem Prinzen von Asturien. Seine Vorbereitung, sein Charakter und seine Erfahrung in den Staatsgeschäften, die er in den letzten 20 Jahren gesammelt hat, sind eine solide Garantie dafür, dass er als Staatschef allen Erwartungen gerecht werden wird. Und zum Schluss möchte ich an dieser Stelle noch unterstreichen, dass dieses Verfahren ganz normal ablaufen wird im Rahmen der institutionellen Stabilität, so wie es unserer Demokratie und der Reife dieser in unserem Lande gebührt.